Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist an der Zeit, noch einmal klarzustellen und richtigzustellen, Herr Gysi, warum die Bundeswehr einen Beitrag leistet mit über 60 Nationen. Denn es geht darum, den furchtbaren IS-Terror zu bekämpfen, ein IS-Terror, der nicht nur für die Menschen in Syrien, nicht nur für die Menschen in Europa, sondern für die ganze Welt eine Bedrohung ist, die rücksichtslos vorgehen gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Männer, gegen Andersgläubige. Und diesem muss ein Einhalt geboten werden. Und deswegen ist unser Einsatz richtig und vernünftig, meine Damen und Herren. Die Bundeswehr ist dort mit Aufklärungstornados, sie ist dort mit Tankflugzeugen. Und sie hat dort eine herausragende Arbeit geleistet. Und der Standort hat gute Rahmenbedingungen geboten. Nicht für die Türkei, sondern in der Türkei. Und wir stellen mit großer Sorge fest, die Entwicklung in der Türkei, die Veränderungen, die es dort gibt. Wir stellen auch mit Sorge fest, die Anschläge, die es dort gibt, aber eben auch das Vorgehen gegen die Bürgerrechte. Und deswegen sagen wir auch an das NATO-Mitglied Türkei, die NATO ist nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und wir fordern, dass diese Werte auch eingehalten werden, meine Damen und Herren. Und ich sage, wir haben in Deutschland eine Gewaltenteilung. Und deswegen ist es gut, dass auch das Parlament im Rahmen der Parlamentsarmee die Bundeswehr besuchen kann, gucken kann, ob das Mandat umgesetzt wird. Auch aus Fürsorge geht es unseren Soldatinnen und Soldaten gut. Und da trennt sich mal wieder unser Weg, nämlich zur Fraktion Die Linken, die auf einmal auch das Besuchsrecht für sich entdeckt haben, aber wie eben deutlich wurde, nicht um Anerkennung zeigen für die Soldatinnen und Soldaten, sondern um Misstrauen auszusprechen, ihnen Dinge zu unterstellen, die nicht wahr sind. Und das ist nicht in Ordnung. Ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit sollten Sie sich auch erhalten, Herr Gysi. Es werden nämlich keine Bilder weitergegeben an festgelegte Kanäle. Und eins sage ich auch ganz deutlich, es war die Unionsfraktion, die gesagt hat, wir helfen den kurdischen Kämpfern, den Peschmerga-Kämpfern, damit sie ihre Heimatdörfer verteidigen können, damit sie Leib und Leben ihrer Familien verteidigen können. Was wäre denn aus den Kurden dort geworden? Was wäre denn aus den Jesiden geworden, wenn sie Verantwortung gehabt hätten? Gut, dass die Union hier in einer großen Koalition die Verantwortung trägt. Wir nehmen Verantwortung wahr, auch für die Menschen dort vor Ort. Und zugegebenermaßen ist Politik auch das Bohren dicker Bretter. Und da braucht man auch Ruhe, vielleicht auch mal Gelassenheit, aber immer den klaren Kompass. Und es war gut, dass Minister Gabriel noch einmal versucht hat, in Ankara Gespräche zu führen, um deutlich zu machen, das Besuchsrecht ist für uns nicht verhandelbar. Aber Herr Ahn, wie kann es denn sein, dass, wenn Herr Gabriel montags losfliegt, Sie Dienstag in der Fraktion vorweg schon eine Entscheidung getroffen haben, aus Incirlik abzuziehen? Sie haben doch den Außenminister damit desavouiert. Das ist doch kein Vertrauensausspruch, den Sie dort getan haben. Am Ende mussten wir abziehen. Und das ist auch von Ihrem Schlingerkurs her jetzt ein bisschen mit zu verantworten. Wir werden Tankflugzeuge verlegen. Wir werden im August die Tornados verlegen. Und dann wird spätestens im Oktober wieder der Beitrag voll operationsfähig sein. Dass das so schnell geht, ist auch der Innovationskraft und der Tatkraft unserer Soldatinnen und Soldaten gut zu schreiben. Und es ist vor allem auch der Entscheidung des Bundesverteidigungsministerin gut zu schreiben, die nämlich gesagt hat, wir werden vorsorglich, vorbeugend in Jordanien schon mal gucken, ob wir einen neuen Standort haben. Und deswegen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für diese vorsorgende Arbeit. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat viel zu leisten. Und das müssen wir auch deutlich machen durch politische Rückendeckung. Das müssen wir auch deutlich machen immer wieder, dass wir nämlich in dieser Legislaturperiode das Attraktivitätsgesetz verbessert haben, das Besoldungsänderungsgesetz, das Soldatenbeteiligungsgesetz, den Auslandsverwendungszuschlag, die Wahlfreiheit für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung, die Trendwende materiell, personell und auch finanziell. Und ich sage auch, Herr Gysi, wir sind die einzige Fraktion, die CDU, CSU, die auch bereit ist,
den Soldatinnen und Soldaten mehr Geld für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben, beispielsweise für Nachtsichtbrillen, für abhörsichere Funkgeräte. Und hören Sie auf, so einen Quatsch zu erzählen. Das geht darum, dass die Soldatinnen und Soldaten ihren Auftrag erfüllen für Freiheit, für Frieden in Europa. Sie sind ein Garant für Stabilität, und deswegen unterstützt die Union auch unsere Bundeswehr. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Otte. Das Wort hat jetzt der Kollege Cem Özdemir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.